Hallo Retro-Freunde, heute gibt es wieder mal ein Collection-Update meinerseits. Ja, zum einen habe ich ein Mystery-Paket bekommen, eine Channel-Spende. Zum anderen habe ich auch online nochmal zugeschlagen. Was ich da bekommen habe, was ich da alles gefunden habe, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja Leute, loslegen möchte ich mit meinem Online-Shopping. Ja, ich habe eingekauft bei Mighty Underground. Ja, das ist ein Online-Shop für Toys, für Sammler, für Nerds, ja, im positiven Sinne. Es gibt keine Vintage-Sachen da, aber sie haben sehr viele neue Sachen. Sie haben natürlich Masters of the Universe, Revelation, Origins etc. Ja, sie haben Merchandise, ja, von NECA etc., also wirklich Statuen und Memorabilia etc. und so weiter, ja. Und zugeschlagen habe ich einmal bei einem Kartenspiel. Und zwar habe ich mir das hier geholt, ja, finde ich total toll. Es ist nichts Altes, ja, also wie gesagt, es gibt keine Altware, keine Vintage-Ware da, es gibt nur Neuware da, ja, und zwar ist es ein Kartenspiel, und zwar mit Bezug auf Zurück in die Zukunft Teil 2, und zwar Biff Tanner's Pleasure Paradise Playing Cards. Ja, das ist ein Kartenspiel aus dem zweiten Teil Zurück in die Zukunft, aus der Zukunft, ja, in die Marty McFly dann reist mit dem Doc. Und wo Biff Tanner die Herrschaft quasi übernommen hat, das Imperium übernommen hat und ein Casino auch hatte unter anderem, ja, und da gibt es Karten, ein Kartenspiel, ja, das ist auf der Rückseite auch nochmal Biff abgebildet mit der Zigarre, wie man ihn aus dem Film kennt, finde ich total toll. Die Karten jetzt noch nicht aufgemacht, ja, aber es ist ein ganz normales Kartenspiel, also universell verwendbar, aber mit Abbildungen von Zurück in die Zukunft, ja, angelehnt halt an das Pleasure Paradise, an das Casino von Biff. Finde ich total toll. Auch hier auf der Rückseite ist nochmal der Vermerk Back to the Future 2. Finde ich total klasse, und das hat mich, glaube ich, 6,99 gekostet oder 5,99, und das konnte ich da einfach nicht liegen lassen. Das zweite ist auch wieder ein, ja, etwas Neues, aber ein mit Bezug zu einem meiner Lieblingsfilme. Ja, da wo für mich das Kino gerade so am Entstehen war, 1989 war das oder 1990, an dem Wann der bei uns ins Kino kam, habe ich ihn im Kino gesehen. Und zwar handelt es sich um ein Replika zu dem Batman-Film, dem 89er mit Michael Keaton und Jack Nicholson. Und zwar habe ich hier den Batarang, ja, also den Fledermaus-Wurfgeschoss von Michael Keaton, von dem Batman. Ja, von NECA ist das Ganze. Hier unten steht es, von NECA. Ja, und ich habe schon mal hier aufgeschnitten, um euch das Ganze mal zu zeigen. Ja, es ist wohl eine 1:1 Replika, wenn ich das richtig sehe, und was haben wir hier? Ah, guckt mal. So, hier haben wir erstmal den Batarang. Den packe ich jetzt gerade mal hier raus. So, und da ist das gute Teil. Ja, finde ich total klasse. Und ich meine, genau, richtig, man kann ihn auch praktisch zusammenklappen, in die Hosentasche stecken. Ja, und wenn ich ihn brauche, das ist sogar magnetisch hier, ja, packe ich ihn aus und dann kann ich ihn zack werfen. Und das Tolle ist, hier ist auch noch, ist nicht ganz so hochwertig, aber hier ist noch ein Stück Plastik dabei. Ja, hier steht nochmal, hier ist nochmal der Batman-Schriftzug, und ich glaube, ich kann den Batarang hier einfach reinstecken. Finde ich total toll. Ja, es ist wie gesagt nichts Altes, aber es hat Bezug zu etwas Altem, zu dem Batman-Film. Und deswegen, weil ich so ein großer Fan von diesem, speziell von dem ersten Film bin mit Michael Keaton, ja, war das für mich Wahnsinn, wie ich gesehen habe, dass ich das bestellen konnte. Ich hatte es vorbestellt, es war eine lange Zeit vorbestellt, jetzt ist es gekommen, und ich konnte nicht Nein sagen. Ich finde das halt ziemlich cool, dass das hier so magnetisch ist. Ja, finde ich total klasse. Und ja, es ist Kunststoff, aber wie gesagt, etwas stabiler in der Mitte durch die Magneten. Finde ich total toll, und ja, für hinzustellen zu meiner Batman-Sammlung in Bezug auf den alten Film, ja, ein absolutes Must-Have für mich. Ich habe noch ein paar mehr Sachen bei Mighty Underground bestellt. Ja, die sind allerdings für ein anderes Video bestimmt. Da kommt demnächst noch ein Video. Also es waren nicht nur diese beiden Sachen, aber die wollte ich euch jetzt schon mal zeigen, weil das jetzt gut in das Video hier reingepasst hat. Und jetzt geht es weiter mit dem Mystery-Paket, mit der Channel-Spende. Ja, Leute, wie gesagt, mich hat wieder ein Paket erreicht. Und das Paket ist von der Franzi. Franzi, viele Grüße an dich.
Ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, solltet ihr das nicht tun übrigens, ja, dann klickt doch mal auf den Abonnieren-Button, wenn euch das Video bis hierhin gefällt und abonniert den Kanal. Ja, die Franzi, mit der habe ich öfters Kontakt oder regelmäßig fast Kontakt. Ich muss leider sagen, dass sie der aktivere Part ist. Wir tauschen uns über Facebook immer aus. Sie schreibt mir öfters mal, hier guck mal, das ist in der Gruppe, habe ich gesehen, das könnte doch was für dich sein, etc. Genauso gut tauschen wir uns halt immer aus, dass sie halt auch mir zeigt, was sie neu in der Sammlung hat. Sie ist genauso ein Sammler wie ich oder wie wir. Ja, auch 80er Jahre bezogen, also alles aus der Kindheit, sage ich mal. Ja, und ich glaube, es ist mittlerweile das dritte Paket, was ich von ihr bekomme. Franzi, vielen lieben Dank. Ja, und das hat sich so ergeben, dass sie mir wieder Fotos geschickt hat über den Facebook Messenger und hat gesagt, guck mal, ist hier was für dich dabei? Ja, und zu dem Zeitpunkt, es war was für mich dabei. Ich habe gesagt, guck mal, das interessiert mich, was magst du denn dafür haben? Und dann hat sie gesagt, weißt du was, gib mir einfach Geld fürs Porto, ja, und dann packe ich dir wieder ein Paket und packe dir noch ein paar andere Sachen rein. Und was soll ich sagen, das Paket ist da und es ist echt schwer. Ja, das heißt, zwei Sachen, meine ich, waren es, die ich haben wollte. Das heißt, da weiß ich auch, was hier drin ist, aber der Rest nicht. Und wie immer, ich habe es nur aufgeschnitten, ich habe noch nicht reingeguckt. Das machen wir jetzt zusammen. So, das packe ich hier einmal. Und hier haben wir wieder ganz viel Verpackungsmaterial, wieder super verpackt, wie immer. Und ich hab hier ein Werkzeuggürtel, ein Kinderwerkzeuggürtel. Und der ist so klein, ich weiß gar nicht, ob der für Kinder oder für Babys ist, aber der ist echt alt. Ja, Airy, das ist was Englisches, was Amerikanisches, glaube ich. Ja, der ist noch original verpackt. Die Folie ist hier und da gerissen. Ja, steht jetzt leider kein Datum drauf, aber total toll. Ja, ich habe früher auch, wer hat es nicht, einen Werkzeuggürtel gehabt damals, ja. Oder vielleicht auch heute noch. Hier steht kein Datum drauf. Sehr schade. Ein Toolset, ein Werkzeuggürtel. Franzi, vielen lieben Dank dafür. Der kommt so in die Sammlung. Und, ich sehe schon, hier sind ein bisschen wieder Füllmaterial und Kassetten habe ich hier. Und, ich muss ja gerade mal... das ist total toll. Ja, und zwar Europa-Kassetten. Ich pack's einfach mal so, ich halte es mal so in die Kamera. Black Beauty von Europa. Ja, das müsste Folge 1 sein, meine ich. Ja, dann haben wir hier Black Beauty von Europa Folge 3. Und das sind sogar noch die Erstauflagen, meine ich, weil die waren unten immer noch mal mit diesem weißen Kasten hier. Ja, später war dann entweder das Bild komplett ausgefüllt, die Coverseite, oder hier unten, das war halt dann gelb hinterlegt, wie auch die Umrandung. Ja, das hier sind noch die Erstauflagen. Und genauso auch Folge 4 ist noch dabei, Black Beauty. Finde ich total toll. Ich habe einiges an Hörspielkassetten, da muss ich gucken, ob ich die schon habe oder nicht. Wenn ich sie schon habe, würde ich sie dann auch wieder in ein Gewinnspiel packen oder tauschen. Ja, Franzi, wenn das für dich okay ist. Und hier geht es weiter mit Hörspielen. Und zwar habe ich hier Bibi Blocksberg, die verhexte Hitparade, Folge 27, auch noch die Erstauflage, meine ich. Ja, ansonsten haben die Cover später auch anders ausgesehen. Ja, genau, hier habe ich es. Folge 51, auch nochmal eine Erstauflage. Und dann haben wir hier sehen wir den Unterschied, Folge 41 ist eine neuere Variante. Ja, wenn man das mal daneben hält, da habe ich hier diese Streifen von dem Verlag von Kiosk. Ja, also auch drei Bibi Blocksberg Kassetten. Vielen, vielen Dank. Und es geht sogar noch weiter mit Kassetten. Was haben wir hier? Time to Remember. Das ist anscheinend eine Musikkassette. Unforgettable Memories. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Musikkassette. Wie gesagt, Kassetten kann man eigentlich nie genug haben. Ach, guck mal hier. Ach, das ist Volume 3. Und hier gibt es nochmal Time to Remember Volume 4. Auch wieder total toll, Musikkassetten, da kann man auch wieder mal reinhören. Dann haben wir hier von Karussell wiederum Top Stars Hits. Ja, auch total toll, gute alte Musik. Ja, Fine Young Cannibals, die Communards, Yellow ist hier drauf, La Bamba, total toll. Ja, und weiter geht's. Und ach hey, ja, hier ist eine weitere Black Beauty Kassette und das ist Folge Nummer 1 und somit hat sie mir die komplette Serie reingepackt, weil es gab nur diese vier Folgen. Also Folge 1 bis 4 habe ich jetzt hier komplett
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die eine oder andere Kassette habe, aber dass ich mit Sicherheit nicht alle vier habe. Und wie das auch mit Kassetten ist, die werden ja auch nicht besser. Ja, von daher kann ich da mal gucken, welche leiert vielleicht, welche läuft vielleicht nicht mehr ganz einwandfrei, etc. Finde ich total toll. Hier haben wir nochmal eine Bibi Blocksberg-Kassette. Also Franzi, hast du die Kassetten alle bekommen oder hast du bei dir aussortiert? Also wirklich total toll. Was ist das? Ein Krimi-Hörspiel auf Kassette, Zorn einer Göttin. Ja, Kassetten höre ich immer. Ich habe ja meinen Walkman noch. Ja, manchmal ertappe ich mich, wie ich mit dem Walkman einfach draußen rumlaufe. So wie früher halt. Ja, ich habe kein Handy mit Bluetooth, sondern irgendwelche Stöpsel im Ohr ohne Kabel etc. Ich habe meinen Walkman, ich habe meinen Kopfhörer auf, das Kabel runterhängen, so wie es früher war. Eine weitere Kassette, Musikkassette, John Williams. Das ist aber nicht der John Williams, oder? Das ist nicht der Komponist John Williams. Hier ist John Williams mit einer Gitarre. Auf jeden Fall sieht der Mann, ist das schon ein bisschen her. Wenn das John Williams ist, dann hat er sich doch ein bisschen jetzt verändert. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und weiter geht's mit Kassetten. Nochmal ein Krimi-Hörspiel, Vogel im Käfig. Und, ach, das ist auch sehr toll, sehr toll. Und zwar von Maritim ein Hörspiel, ein Tom und Jerry-Hörspiel auf Kassette. Total toll. Franzi, die werde ich mir alle anhören. Ja, hier geht es ja noch weiter. Ach, hey, hier sind noch mehr Kassetten. Grease, das Musical, der Soundtrack zur Originalaufführung, zur deutschen Originalaufführung. Ja, also auch wieder ein Hörspiel, ein Krimi-Hörspiel hier wieder. Alles hat ein Ende. Das ist anscheinend auch so eine Serie gewesen. Hier sogar noch der Preisaufkleber drauf. 8 D-Mark und 95 Pfennig hat diese Kassette mal gekostet. Wahnsinn. So, was haben wir? Oh. Ist das Daisy Duck? Ich habe hier so eine. Guck doch mal hier. Hier hinten steht was drauf. Disneyland Paris. Ist hier ein Sticker drauf. Das ist dann Daisy Duck wohl, ja. Und sie hat ja so Kletthände, das heißt, ich kann ja was umklammern. Total toll. Vielen lieben Dank. Ein weiteres Plüschtier nenne ich es mal. Und oh, ein Niki-Schlüsselanhänger. Leute, ein Niki-Schlüsselanhänger. Guck mal, ist das ein. Was ist das? Ist das ein. Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Gottes Willen. Ein Eichhörnchen? Jetzt bin ich nicht auf den Namen gekommen. Ist das ein Eichhörnchen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Schlüsselanhänger von Niki. Vielen lieben Dank. Die sind auch immer so schön weich. Das ist total toll. Was haben wir hier? Terra Astra. Ein Science-Fiction-Roman aus der. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor. Ein Science-Fiction-Roman aus der Perry-Rhodan-Redaktion. Also auch wieder ein Heftchen zum Durchblättern, ein Roman. 100.000 Science-Fiction-Fans warten darauf seit Jahren. Jetzt ist es endlich soweit. Achso, hier ist nochmal Werbung für Perry Rhodan drin. Total toll. Und das ist Nummer 361 und hat mal gekostet 1 Mark 60. Total toll. So, dann haben wir hier eine ganze Tüte mit allem Möglichen drin. Und zwar machen wir das gerade mal auf. Ich habe hier. Oh, du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich habe hier einen Panini-Sticker, noch neu und original verpackt von Harry Potter. Und zwar ist das Chamber of Secrets. Ja, das ist dann ja der zweite Teil. Ja, Kammer des Schreckens. Warum der auf Deutsch Schreckens heißt und im Original Secrets, also Geheimnisse. Schreckens hört sich wahrscheinlich besser an. Original verpackt, finde ich total toll. Vielen Dank. Dann habe ich hier ein. Hot Wheels Auto. Ein Hot Wheels Auto. Dann habe ich hier ein Hot Wheels Flug Fahrgerät, ne, Harbor Patrol, also Hafenpatrouille. Auch total klasse. Ich lege die mal hier zum Alf. Das auch. Was haben wir hier noch? Dann haben wir noch einen Bus. Der ist mit Sicherheit ein bisschen älter. Das ist Matchbox. Das ist so ein englischer Bus. Ja, auch total klasse. Ich liebe ja diese alten Matchbox-Sachen. Dann haben wir hier Shoppy. Shoppy, eine, ja, so eine Art Bully oder ja, doch, so eine Gummifigur halt, wie sie von Bullyland etc. rausgekommen sind.
Sagt mir jetzt so nix. Wenn ihr den kennt, schreibt es nochmal in die Kommentare, wo der her ist. Vielleicht ist er irgendwie von einem Kaufhaus oder etc. Da steht nämlich Shoppie drauf, also Einkäufer, also Einkaufi. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier von der Volksbank ein Schwein. Ein Schwein, ist da irgendwas drin? Da sind so Luftblasen drin. Ist aber nichts, das ist nur Deko. Also es ist kein Sparschwein. Ja, ein kleines Schweinchen. Und dann habe ich hier noch Haribo Goldbeeren. Die kenne ich so, also die habe ich schon mal gesehen, aber die kenne ich so gar nicht. Sind die auch aus dem Überraschungsei oder sind die von Haribo direkt? Waren die vielleicht mal in irgendwie Gummibärchentüten drin? Zwei, da habe ich noch gar keinen von, das finde ich total toll. Ja, drei, vier. Vier verschiedene, finde ich total klasse. Franzi, vielen lieben Dank. So, dann haben wir hier weiter. Was geht's denn weiter? Kassetten, nochmal ein Hörspiel, der ermordete Kranich und Black Comedy. Black ist eine richtig geile Band gewesen. Ist sie noch? Weiß ich gar nicht, aber hier eine Musikkassette, die werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Das Album habe ich noch nicht. Ja. Dann eine weitere Kassette, ein Hörspiel von Walt Disney, von Karussell, Mary Poppins. Auch total toll. Die Kassetten stapeln sich. So, dann habe ich hier ein Buch, TKKG-Buch, der Schlangenmensch, finde ich total klasse. Ich meine, das habe ich schon, aber dann kann ich hier auch wieder schauen, welches hat den besseren Zustand, weil das hier sieht noch super aus, ja, und kann meins austauschen. Ja, dann kann ich es, entweder tausche ich es auch oder ich packe es bei mir in den Bücherschrank, da wo ich hier regelmäßig auch Bücher raushole etc. Ja, finde ich total toll. Dann haben wir hier, das kenne ich gar nicht, ein Schneiderbuch. Und ihr wisst ja, ich liebe Schneiderbücher, wenn ihr meinen Kanal kennt. Oh, das ist toll. Und zwar Derek Junior. Derek Junior. Und nein, es ist kein Zufall, der Name ist echt, denn auf der Rückseite seht ihr Horst Tappert als Derek. Das kenne ich auch nicht, dass es das gab. Das sind die wahrscheinlich Geschichten des jungen Derek. Finde ich total toll. Sagt mir gar nichts. Auch das werde ich mit Sicherheit lesen. So, und das hier ist jetzt ein Buch, wo ich gesagt habe, da hat sie mir als Bild geschickt, wo ich gesagt habe, da habe ich Interesse dran. Ein Buch zu einem Film, und ich liebe ja die Filmbücher. Und zwar das Heine-Buch von dem Film Der dunkle Kristall aus den 80er Jahren. Das Buch zum Film finde ich total klasse. Ja, wieder eine Ergänzung für meine Filmbuchsammlung. Finde ich total toll, das lege ich mal hier hin. Genauso wie das zweite, ja, das habe ich, hat sie mir auch angeboten, das habe ich dann auch dankend angenommen, und zwar von Goldmann, der zweite Teil, Gremlins, die Rückkehr der kleinen Monster, auch das Buch zum Film, Teil 1 habe ich schon als Taschenbuch, das weiß ich, ja, und hier halt auch jetzt den zweiten Teil, und genau, hier sind wieder, das finde ich immer so toll, hier sind Bilder zum Film drin, finde ich total klasse, auch das Buch hat damals 9,80 Mark gekostet, total toll, und genau, hier habe ich, das wollte ich auch haben, hat sie mir auch geschickt, und zwar eine Videokassette von Max Headroom in der Cinema-Ausführung, also von der Filmzeitschrift, habe ich auch noch nicht gehabt, ja, diese Ausgabe der Kassette, und jetzt auch in meiner Sammlung, hier hinten steht es drauf, von 1989, und vorne steht auch nochmal, handelt sich um den Originalfilm, das ist dann wahrscheinlich die Pilotfolge, so eine Doppelfolge, ja, Laufzeit, ja, Laufzeit 57 Minuten, ja, also, wahrscheinlich doch nur eine Folge dann halt, aber die Einführungsepisode als VHS. So, dann habe ich hier noch ein Kartenspiel. Und ich habe es gerade gesehen in der Folie. Ein Kartenspiel, und das ist noch original verpackt, also auch noch in Folie. Total toll, das zweite Kartenspiel heute. Und auf der Rückseite Werbung Maria Kron. Jawohl, da war immer gut auf den Kartenspielen immer gerade die Saufwerbung dabei. Total toll. So, dann haben wir hier noch, ach hey, Schallplatten, Singles, also 7 Zoll. Und zwar Reinhard May, Die heiße Schlacht am kalten Buffet, 9 und vorbei. Also immer pro Seite ein Lied. Total klasse, Reinhard May. Dann haben wir hier, wer kennt ihn nicht? Kenny Rogers mit Lucille. Lucille, das kenne ich sogar, das Lied. Habe ich auch noch nicht. Oh, Franzi, du hast hier wieder alles reingepackt. Freddy, 100 Mann und ein Befehl. Ja, eine Polydor-Platte, ja, wieder, das müsste aus den 60ern mit Sicherheit sein, ja. So, dann haben wir
Oldies, Percy Sledge, My Special Prayer. Ja, Percy Sledge sollte dem einen oder anderen vielleicht auch noch ein Begriff sein, auch total cool. Ja, ich bin ja auch ein großer Musikfan, habe viele Schallplatten. Ja, und hier haben wir Buckfizz, Making Your Mind Up. Sieger Grand Prix de Eurovision 81. Also diese Band hat mit diesem Titel den ja, Eurovision Song Contest, wie er jetzt glaube ich ja heißt, 1981 gewonnen. Total klasse, die habe ich auch noch nicht. Und was haben wir hier noch? Was ist das? Ach, sehr cool. Also wissen Sie, heitere Sketche von und mit Peter Frankenfeld und Lonnie Kellner. Und ich habe mir gerade überlegt, was ist das? Das ist eine Werbeschallplatte der Markant Möbel Handelsgesellschaft. Noch nie gehört. Markant Möbel gab es vielleicht irgendwie nur regional. Ja, und weil das so, guck mal hier, das kann man so biegen. Es ist eine, ja, eine, wie heißen sie denn nochmal? Die Schallplatten hier, die Flex oder wie heißen sie nochmal? Die gab es auch ab und zu in der Mickey Mouse früher. Ja, diese Schallplatten, die halt einfach nur ja, ganz dünn sind, ja, und man biegen kann, finde ich total toll. Das ist wieder so ein Sammlerstück, finde ich, sowas Außergewöhnliches. Und die Franzi weiß genau, was mir gefällt anscheinend. Ja, finde ich total klasse. Es steht leider kein Jahr drauf, aber das kommt auch so in die Sammlung. Franzi, vielen Dank dafür. Und ja, hier ist noch ein bisschen Styropor drin. Und das war die Channel-Spende, das Mystery-Paket. Ich bin wie immer überwältigt. Ja, Leute, jetzt habe ich mal wieder ein Paket ausgepackt. Ja, Franzi, nochmal vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, das war mittlerweile, glaube ich, wenn ich richtig jetzt gezählt habe, das dritte Paket, was du mir schon geschickt hast. Ja, und wie immer, ja, ich habe dir auch schon das ein oder andere geschickt, aber bei weitem nicht in so einem Umfang wie du mir. Also vielen lieben Dank nochmal dafür. Ja, macht immer Spaß, mit dir zu schreiben und immer auch zu sehen natürlich, was du auch immer findest. Ja, finde ich auch total klasse. Und ja, bei Mighty Underground habe ich natürlich, wie gesagt, auch bestellt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr einmal, kennt ihr den Mighty Underground Shop? Ja, wie findet ihr den? Ja, also ich finde, das ist halt sehr, sehr unkompliziert und gut verpackt, schnelle Lieferung etc. Ja, und was ihr zur Channel-Spende sagt, ja, seid ihr auch so breit aufgestellt wie ich? All das interessiert mich, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro-Rauner.